Kultursommer Mannersdorf findet hier am Eingang zum Naturpark Mannersdorf statt. Hier in der Leopoldskapelle. Parkmöglichkeit gibt es 2 Minuten zu Fuß von dieser Örtlichkeit weg am Eingang beim Gasthaus Abachmühle. Ja, vor genau einem Jahr eigentlich bin ich hier im Leitergebirge gewandert, bin hier vorbeigekommen, hier reingegangen und habe dieses wunderbare Ambiente gesehen und habe mich verliebt. Die Silvia Heider hat mir angerufen und hat gesagt, da hinten ist so eine schöne Lokalität, so diese Leopoldskapelle, die würde sich komplett eignen für Kleinkunst. Wow, da muss man ja was machen. Ne? Und das bietet sich ja an. Das ist eine Bühne, da ist eine Hinterbühne, hier ein Zuschauerraum und dann... Und als Kulturstadtrat muss ich sagen, kann man nur dankbar sein, wenn man so Leute hat, die einfach dann aufmerksam machen und sagen, hörst, ich will was machen. Da geht es gar nicht darum, mach was, sondern ich will was machen. Ja? Und das ist einfach das Schönste, was da passieren kann. Und so begann das dann und dann habe ich eben mein Konzept geschrieben, die Programmgestaltung ungefähr vorstelle. Dann war eigentlich gleich mal Feuer und Flamme, weil die Idee einfach wirklich genial ist, das Ganze in Mannersdorf. Wir sind einfach eine Kulturhauptstadt im Bezirk. Dieser Raum natürlich verlangt ein besonderes Programm. Also man kann hier jetzt keine großen Theateraufführungen machen. Kleinkunst, diese große Kleinkunst. Musik ist immer gut, das mag jeder. Und habe schon mal mit Musik aus verschiedenen Richtungen angefangen. Das ist Klassik, Rock, Wiener Lieder, Chansons, Lesungen, aber auch vermischt mit Musik, machen sich gut und Kabarett. Also wir haben 2 Kabarettisten, genauer gesagt 3, denn die Trio Lepschi, die sind so ein Mittelding von Musiker und Kabarett, das sind die Kabarettisten. Natürlich haben wir auch für die Kinder was. Einmal Uschi Kastner, dann haben wir einen Zauberer, den Christoph Hirschler und eine Clownin. Also auf die Marta Laschkolnik freue ich mich besonders. Dann haben wir Lesungen und dann haben wir noch den Adi Hirschall, der ja nach der Vorstellung Laxenburg kommt er zu uns. Also es ist für diese Art von Kunst einfach der richtige Ort und vor allem 2021 auch die richtige Zeit. Meine Vision ist, ab den 5 Jahren will ich eigentlich so weit sein, dass wenn ein ganz, 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 ganz großer Künstler mit einem anderen ganz, 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 ganz großen Künstler spricht und sagt, warst du schon in Mannersdorf? Und der sagt, nein, dann musst du hin. Wir freuen uns auf Sie.